Zwei Frauen haben kurz nach 6:30 Uhr abends das Bahntrasse überqueren und die bisherigen Ergebnisse haben ergeben, dass eine Frau die Glattalbahn, die von Kloten her zu fahren kam, gesehen hat, ist stehen geblieben. Die zweite Frau ist aus unbekannten Gründen weitergelaufen. Die 50-jährige Frau ist frontal von der Glattalbahn erfasst worden, hat dabei schwere Kopf- und Beckenverletzungen erlitten und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.